Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 10 News Update. Heute habe ich 4 Sachen für euch. Drei Animationen für 3 Erbstücke, so wollte ich sagen. Watson, Crypto, Horizon. Heute startet der erste Ingame-Teaser und wann genau der Teaser startet, wird uns mit einem Loading-Screen bekannt gegeben. Zeige ich euch auch gleich und eine Bitte an euch, komme ich aber dann dazu. Und welches ist in Season 10 die logische Map-Rotation? Meine Interpretation zumindest habe ich nirgendwo gelesen. Und es scheint in Season 10 Event zu geben, was eventuell auch eigene Interpretation von mir, vielleicht ein Watson Town Takeover-Event sein könnte. Da habe ich auch noch ein paar Skins für euch und ein paar Banner, die verschiedene Dataminer veröffentlicht haben. Ich fange jetzt erstmal mit den Animationen für die 3 Erbstücke an. Und hier muss ich betonen, das sind Konzept-Design-Animationen, aber scheinbar von jemandem, der mit Respawn zusammenarbeitet. Das heißt also, es könnte sein, dass es die tatsächlichen Erbstücke sind, die final ins Spiel finden. Oder es waren einfach nur Konzepte, die nicht ins Spiel finden werden, weil sie vielleicht zu schlecht sind und es werden völlig andere oder sie werden ein bisschen abgeändert. Also genießt das mit Vorsicht, aber schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den einzelnen Animationen haltet. Und wir fangen mit Watson an. Watson müsste eigentlich schon lange übrigens die nächste mit einem Erbstück sein, dann Krypto und so weiter. Aber Rampart wird wohl die erste Legende in Season 10 sein, die dann das nächste Erbstück kriegt. Das by the way bemerkt. Ich mach's nochmal an, geht relativ flott. Ich muss sagen, optisch für Watson absolut passen. So eine Art Lichtschwert, das eben ihren Zaun darstellt, den sie aufbauen kann. Finde ich eigentlich eine kreative Sache. Auch Krypto finde ich fast schon sehr ähnlich. Vielleicht ein bisschen unkreativ, wenn dann lauter Leute auf einmal mit einem Schwert rumrennen oder sowas ähnlichem wie ein Schwert. Laut den Game-Files soll es ja eigentlich ein Katana-Schwert werden. Was wir auch in verschiedenen Trailern schon gesehen haben. Man könnte aber auch schon fast sagen, dass das Katana-Schwert vielleicht sogar zu Ash gehört, wenn die dann tatsächlich irgendwann mal ins Spiel kommt. Und dann haben wir zum Schluss noch Horizon. Und hier hat der Kollege, der diese Animation kreiert hat, diese Designs, diese Konzeptdesigns, noch seinen YouTube-Kanal mit eingebunden. In diesen Zettel, den jetzt Horizon hochhält, finde ich ganz cool gemacht. Brew Packer heißt der Kollege. Kann man auch gerne mal vorbeischauen und sich mal angucken, was der noch so macht. Aber ich glaube, der lädt relativ unregelmäßig hoch. Es sieht nicht schlecht aus, so eine Art, wie nennt sich das, Sprungmesser. Mit diesem kleinen schwarzen Loch in diesem Griff. Es sieht geil aus, aber sieht vielleicht ein bisschen klein oder unspektakulär aus. Ja gut, wenn man sich das Kunai oder das Butterfly von Octane anguckt. Ich finde, von Mal zu Mal sind einfach die ganzen Erbstücke immer größer geworden. So, kommen wir zum Ingame-Teaser. Ich denke, heute 19 Uhr zum 15., wenn ihr das heute tagesaktuell guckt. Und da habe ich eine Bitte an euch. Also es gibt jetzt einen Teaser. Moment, ein Loading-Screen. Ich gehe von 19 Uhr aus, wahrscheinlich auf World's Edge, wird es diesen Loading-Screen geben. Ich blende es erstmal ein. Something is coming. I fear it is not good. Kral Rindo heißt der Dataminer, der das veröffentlicht hat. Wir gehen davon aus, dass es natürlich ein Loading-Screen ohne diese ganzen Bäume ist. Das war wahrscheinlich nur fiktiv reingezaubert mit Photoshop, einfach um zu zeigen, da ist ein Blatthauen. Wir haben eine Voiceline und er wird uns jetzt quasi den Startschuss für den Ingame-Teaser rund um die World's Edge Map-Updates geben. Deswegen die Bitte an euch auf Instagram gerne. Macht mal vielleicht ein kurzes Video oder ein Screenshot. Schickt mir das per Instagram, wenn ihr das gefunden habt. Weil ich habe leider heute auf Twitch live keine Zeit, mich auf die Suche nach dem Teaser zu machen. Es wird noch 2 weitere Ingame-Teaser geben. Ich glaube am 18. und am 20. plus minus ein Tag. Und am 17. gibt es den Legenden-Teaser. Aber wie genau die Teaser nun tatsächlich aussehen, ist noch immer nicht so 100% sicher. Und auf jeden Fall kommt dieser Ladescreen. Wir hatten so einen Ladescreen-Teaser schon mal mit Caustic, kurz bevor das Town-Takeover-Event dann startete rund um Caustic auf Kings Canyon. So, bevor ich jetzt auf das High-Energy-Event zu sprechen komme, meine logische Denkweise, warum ich denke, ist eigentlich nur logisch. Die Map-Rotation Battle Royale, Kings Canyon, World's Edge kann eigentlich nur so sein. Kings Canyon war jetzt eine Season lang fort.
Olympus sollte rausfliegen. Denworth's Edge bekommt ja ein fettes Map-Update. Also können es nur die beiden Maps sein, die sich jetzt abwechseln, sowohl in Ranked als auch im Standard-Battle-Royale-Modus. Aber vielleicht wäre das ja mal eine Überraschung, dass Respawn endlich mal von dieser Zweier-Map-Rotation absieht und endlich in der Rotation alle drei Maps drin sind. Würdet ihr das besser finden? Jetzt mal ganz ehrlich. Drei Maps in der Rotation? Oder ist es besser, zwei Maps, weil es sonst zu lange dauert, bis vielleicht die Favoriten-Map am Start ist? Und auch gerne mal eine kleine Diskussion, welches ist eure Favorite-Map? Weil ich bin ganz ehrlich, ich kann zum Beispiel Olympus überhaupt nicht sehen. Mir geht diese Map so auf den Sack, wenn ich Ranked spielen will und ich habe so Bock auf Ranked, aber mir geht Olympus einfach mega auf den Zünder. Ich finde, das ist keine geile Ranked-Map. Meine persönliche Meinung, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Meine absolute Favoritenliste, Platz 1 ist meiner Meinung nach immer noch Kings Canyon, World's Edge und dann eben erst Olympus. Wie ist eure Top 3? Wie würdet ihr die Maps sortieren wegen mir? Also ich habe schon viel Kritik gegen Olympus bekommen. Viele sagen, Olympus ist wirklich eine absolute Drecksmap. Ich mag die Map auch überhaupt nicht. Ab und zu kann man sie mal spielen, aber naja, man ist eben gezwungen, wenn man Ranked spielt, 6 Wochen lang die eine und dieselbe Map zu spielen. Das finde ich absolut anstrengend und absolut unkreativ. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Jetzt kommen wir zum High Energy Event. Warum denke ich, dass es ein Watson Town Takeover Event sein könnte? Zum einen haben wir lange kein Town Takeover Event gehabt. Das letzte war mit Caustic, der Spot auf Kings Canyon. Und ich denke, es könnte auch wieder auf Kings Canyon sein, denn Olympus sollte ja logischerweise rausfliegen. World's Edge bekommt ein fettes Map-Update und ich denke, dass es deswegen Kings Canyon sein könnte. Ich habe hier eine animierte Badge aus dem High Energy Event. Das ist quasi die maximal fortgeschrittene Badge. Wir kennen das ja aus verschiedenen anderen Events schon. Wir kriegen erstmal eine Badge und je nachdem, wie viel fortgeschritten wir sind in diesem Event, wird die Badge immer geiler, transformiert sich mehr und bessere Animation und so weiter und so fort. Und dieses ganze Blitzgedöns, was ihr hier seht, Moment, ich muss es nochmal deaktivieren, das ist wieder richtig top, lässt mich denken, das kann nur irgendwas mit Watson zu tun haben. Ich finde zwar, dass High Voltage besser vom Klang des Events zu Watson passen würde, deswegen ist es nur meine eigene Interpretation, ob das tatsächlich ein Watson Town Takeover Event sein könnte. Jetzt zeige ich euch noch die verschiedenen Skins, die es in diesem Event geben soll. Einmal ein World Skin, das sind allesamt nicht mega spektakulär, wie ich finde. Ein Wraith Skin. Dann haben wir von Garrett Leaks noch, die sind alle von Garrett Leaks geleakt worden, passt ja zum Namen, so ein Banner für Fuse. Dann haben wir noch einen Havoc Skin, diesen Octane Banner, sieht ganz cool aus mit diesem Pfeil, dieses Jumphead Logo wahrscheinlich fast. Und wir haben noch diesen Banner, der optisch wirklich sehr, sehr High Voltage oder High Energy mäßig zu Watson passt. Und als letztes haben wir hier noch diesen Octane Skin. Ich finde die Skins allesamt relativ lahm. Lassen wir uns mal überraschen, was da noch für Skins kommen. Ladies and Gentlemen, baller die Kommentarsektion voll mit allen Bitten, die ich an euch gerichtet habe. Ihr versteht, was ich meine. Also wie gesagt, gerne auf Instagram mal den Teaser zeigen. Was haltet ihr von den ganzen Map-Spaß, die Rotationen und vor allen Dingen die Erbstück-Animationen? Findet ihr die geil? Ja, nein, vielleicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich lese mir wie immer alles durch. Ich reagiere nur auf das meiste nicht mehr, weil es einfach echt eine Menge ist. Das soll es für mir gewesen sein. Daumen da lassen, Abo da lassen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.